Okay, ich bin jetzt. Ja, das ist die letzte Welle? Oder? Nee. Oder? Keine Ahnung. Hier steht auf jeden Fall verbleibende Welle 0. Mal gucken. Na? Tot. Und jetzt? Abgeschlossen. Ist, ja, ein bisschen noch. Ich bringe Pandemonium! Okay. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, ich habe mir 10.000 Gold gegeben. Weil, ganz ehrlich, wie sollen wir das schaffen? Ihr habt ja jetzt selbst am Schluss mit den 10.000 Gold noch starke Helkers, Probleme gehabt. Es sind alle durch. Zieht euch zurück und wir schließen das Portal hinter uns. Gut, Männer, Rückzug! Zurück zum Portal! Ich würde mal gerne wissen, wie das abgelaufen wäre, hätte ich das nicht die Bonusmission gefunden. Noch ein letzter Schritt zum Schicksal. Okay, gewonnen, ja. Na dann, ab zur nächsten Mission. In. Oh, wo ich gerade Kapitel, aber. Ein Interludium. Der Staub der Scherbenwelt. Nach stundenlangem Marsch den Keltas und Ledewasch auf einem hohen Plateau und blicken hinab auf die rote Ödnis der Scherbenwelt. Was ist dies für ein trostloser Ort, Varsch? Dieser zerrissene Planet ist die Scherbenwelt, junger Prinz. Mehr ist von Draenor nicht mehr übrig, der einstigen Heimat der Orks. Verblüffen. Ich erinnere mich, dass Khadgar vor Jahren die Expedition der Allianz hierher geführt hat. Fast wäre es ihm gelungen, die Orks für immer auszurotten. Öffnete Ner'zhul eine ganze Reihe riesiger Dimensionsportale. Doch dabei wurde lediglich der Planet in Stücke gerissen. In der Tat. Und nun sind wir gekommen, um den Meister in den Ruinen dieser toten Welt zu suchen. Illidan, warum hier? Was könnte ihn an dieser Einöde interessieren? Das weiß ich auch nicht. Nur sollten wir ihn so schnell wie möglich aufsuchen. Einverstanden. Ich brenne darauf, ihn wiederzusehen. Wenn er meinem Volk den Hunger nach Magie nehmen kann, biete ich ihm mit Freuden meine Dienste an. Okay, jetzt mach ich mein Mikrofon richtig, Alter. Ab und zu sackt das Mikrofon einfach ab. Das ist ein bisschen nervig. Ich glaube, mittlerweile sind die Gelenke so ein bisschen, die Befestigung so ein bisschen lose geworden. Aber jetzt Kapitel 4, die Suche nach Illidan. Nach 3 Tagen erfolgloser Suche erkennen Prinz Keltas und der Divash, dass sie sich in der Ödnis der Höllenfeuer-Halbinsel verirrt haben. Ah, verirren, ist das nicht schön? Diese Welt beunruhigt mich. Seit 3 Tagen marschieren wir ohne auch nur eine Spur von Leben. Und doch werde ich das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht allein sind. Sind wir auch nicht. Ich habe es gewittert, als der Wind sich gedreht hat. Oh. Nachtelfen, was suchen die denn hier? Die Wächterin Maiev hat geschworen, Illidan mit allen Mitteln einzufangen. Sie muss mit ihren Kriegern hergekommen sein, um ihn zu stellen. Da, Illidan liegt angekettet in diesem Käfig. Die Nachtelfen bringen ihn wohl zu ihrem Stützpunkt. Da müssen wir ihn retten, ehe sie uns entkommen. Erst haben wir sie gesp... Wer ist das jetzt? Ihr kommt mir etwas ausgetrocknet vor. Wer ist das? Mir brennt es in der Seele. Ihr könnt befreien nur Prinz Keltas, Lady Vash und steuern die Reste. Ist mir ein Vergnügen. Dieser Krieger steht euch in dieser Mission zur Verfügung als Belohnung dafür, dass ihr alle 30 Angreifer wendet. Ich tue mein Bestes. Ja gut. Außerordentlich. Ein bisschen doof, dass ich, ja, naja. Es soll geschehen. Komm, ich hol mir mal ein paar Idioten. Feuerblitz, Parasit.
Jetzt wollen wir mal ein bisschen Gold haben. Kann ich euch helfen? Hol ich's doch. Volk muss gerecht werden. Ist irgendwas verordnet automatisch? Ja, ja und... Hä? Ich spüre etwas. Teufelsbürger. Flüchtiges. Okay. Wir sollten bald weiterziehen. Ja, dann ist das so eine... Gut. Ist mir ein Vergnügen. Ah, sind wir jetzt bei einem... Außerordentlich. MOBA angekommen? Obwohl das jetzt eher nur... ein paar ist. Weil... Sind ja nur hier. Keine anderen. Geh mal sterben. Mach mal halt tot. Feuerodem. Komm mal auf den. Mit Vergnügen. Oh, oh. Ja, mein nicht auf den. Volk muss unser Freund. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Mach mal auf die. Die Mundginken. Dann der da. Ist mir egal. Komm. Kaboom. Sehr schön. Gegnerische Einheit mit einer brennbaren Flüssigkeit. Mach mal darauf. Und dann. Push. Ah, was auch immer. Etwas Flüchtiges. So. Hallo, Majev. Tod allen, die sich auf Seiten des Verräters schlagen. Ach, halt die Schnauze. Du überlebst nicht lange. Ja. Komm. Näher. Geh mal näher. Was soll geschehen? So, und jetzt müssen wir den einfach ganze Zeit... Oh Gott. Der Brenn Illidan ist bewusstlos. Ah. Und hier draußen dauert es zu lange, dieses magische Schloss zu öffnen. So, da ist mein Phönix. Ah, der ist... Ah, hat keine Begrenzung, okay. Dann mach mal an. Ich spüre etwas Flüchtiges. Ja, ja. So, jetzt müssen wir eigentlich hier nur ganze Zeit verteidigen. Ist mir ein Vergnügen. Und der geht... Ja, wow. Ganz langsam zurück. Hier in diese Dach noch, wow. Ja, da können wir jetzt lange warten. Wow. Und was habt ihr heute noch so vor? Mein Volk muss gerecht werden. Ist, ja, gut. Ich tue mein Bestes. Was soll ich jetzt noch machen? Wir können die Basis hier überrennen anscheinend irgendwie. Hier oben waren sie, da waren sie, da, auf diesem Plateau. Tod allen, die sich auf Seiten des Verräters schlagen. Yes. Mit die Klappe. Du hast mir noch nie wirklich angetan. So, wo ist mein Panda? Oh, ich weiß nicht. Wo noch steht die denn sind? Ist übrigens sehr laut. So. Und bumm. Ja. Weißt du, ich gehe. Wir machen einfach die Basis mit Blatt, okay? Habt ihr was dagegen? Nö. Oh, Level 6. Tornado beschwert einen heftigen lenkbaren Tomate, der die Bewegungsgeschwindigkeit in der Einheiten verringert, zufällig gegen die Einheiten in die Luftschale, kriegt Gebäude Schaden zufügt. Jo, dahin. Hallo, Elfen und Naga. Hui. Eure Bastardvölker sind eine Beleidigung für uns Nachtelfen und alles, wofür wir einstehen. Oh, das ist ja echt lahmarschig. Hui. Hui. Er ist gleich tot. So, was ist das? Oh. Unser Held Tote ist gefallen. Können unsere Streitkräfte den Ding wiederbelebt werden. Und wo ist das? Möchtest automatisch ein alter Altarschutzpunkt da. Automatisch. Ja. Hä? Braut sich da so, der ist so instant wieder da, okay. So, das ist, teilt den Raum als drei spezialisierte Krieger verschiedener Elemente an. Wenn mindestens einer bis zum Ende seines Lebens überlebt, wird der Baumeister wiedergeboren. Ah. Oh. Tod allen, okay. Die sich auf Seiten des Verräters schlagen. Okay. Stufe 7. Oh. Zwei Level hier kriegen. Haut mal ab. Und vielleicht so ein bisschen rennen. Burn, baby, burn. Aha, das ist gut, warte. Geh ein bisschen da zurück. So. Wir sollten bald weiterziehen.
So, jetzt aber, bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gerecht werden. Ja, das sind ein bisschen Leute, ein bisschen. Ein paar viele. Unser Held ist gefallen. Mir etwas ausgetrocknet vor. Ach, ist es ich bin nicht ausgetrocknet. Blutelfen so. Und Naga. Eure Bastardvölker sind eine da ist ein bisschen. Elfen und alles, wofür wir einstehen. Das war ein bisschen zu viele. Schreiten wir zur Tat. Hier brennt es in der Aber wir haben es gleich geschafft. Also, okay, die Basis kriegt man eigentlich nicht zerstört. Offenbar ein bisschen. Schon ordentlich reingehauen haben. Ja, kann man so sagen. Ist knapp, Sterblicher. Aber ja, Illidan ist bald zurück. Ah. Okay. Gehen weiter zurück, weiter zurück. So sollte man überhaupt hier oben hin. Ist irgendwas? Wenn irgendwas ist und ich hab's nicht geholt, dann ist es echt scheiße. Ich kann hier nochmal die einkaufen. Ja. Ja. Ja, immerhin. Wäre doch mal eine Idee, ne? Wenn das ordentlich geht. Ja. Ich schwöre Treue. Hallo. Wir sollten bald weiterziehen. Hallöchen. Soll geschehen. Was geht ab? Worauf warten wir? So, Steuerung 1. Da könnte ich genauso hier hin und. Achso, das ist nur Mana. Ah. Gott, was kommt denn jetzt alles auf mich zu? Blutelfen und Naga. Eure Bastardvölker sind eine Beleidigung für uns Nachtelfen und Panda. Alles, wofür wir Action. Einstehen. Guck mal, deine Aktion. Bitte, dankeschön. So, der Panda, Quatsch, das Ding kannst du. Kann auch gleich machen. So. Eieieiei. Ist ja einiges los. Betäubt den mal. Irgendwann? Ja, von mir aus. Ist ja irgendwie nichts passiert. Ja, gut. Siehst du, ich hab's geschafft. Das war echt eine kurze Mission. Lady Vash. Die Rettung kam zur rechten Zeit. Ich möchte gar nicht daran denken, weitere 10.000 Jahre in Majevs Gefängnis zu verbringen. Wir konnten euch nicht im Stich lassen, Lord Illidan. Aber eure Freiheit verdankt ihr jemand anderen. Wer ist das, Vash? Dieser junge Elf kommt mir bekannt vor, aber... Sie nennen sich selbst Blutelfenmeister. Sie sind die letzten sterblichen Nachfahren der Hochgeborenen, die euch vor so langer Zeit dienten. Dies ist Prinz Keltas. Er und sein Volk sind gekommen, um euch um euer Wissen zu ersuchen und euch die Treue zu schwören. Okay, ich dachte, er sagt jetzt irgendwie, ich schwöre hier meine Treue und so. Oh gut, dann war das echt eine kurze Mission. 10 Minuten, yay. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten. Bis dann. Ciao.